Hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal jetzt, ja, kommt gerade Ostern ins Spiel, da muss ich wieder in die Kamera, die auch mal, weil ich jetzt die anderen Garnelen euch jetzt weg habe, euch mal die hier nochmal zeigen. Natürlich muss ich hier euch ein Ostern, ja, der wichtigste, oder mindestens tut er so, der wichtigste ist. Jetzt stellen wir scharf, wollte euch auch mal zeigen, wie schön. Das hier sind meine Zwerggarnelen. Man sieht es auch, man kann hier, die können super mit dem Kampffisch zusammenleben. Ist ja mal scharf. Mit über, sieht man es ja nie. Genau, was da schon da oben. Ihr Lieben, ich wollte euch auch noch mal meine Abteilung zeigen. Hauptsächlich sollte es jetzt um die Garnelen gehen, aber jetzt sehe ich sie ja nicht. Für Ostergran im Bild, oder da hinten ist sie hinter der Muschel. Da ist eine schwarze. Ich hoffe, jemand erkennt es. Ah, jetzt sieht man sein Wink. Dreh dich mal um, dass man dich sieht. Im Grunde eine zweite. Da ist wieder der Kampffisch, da muss ich wieder im Mittelpunkt stellen. Ich bin ja so wunderschön. Er gibt nicht so viel dann. Muss ich auch überall im Mittelpunkt stellen. Ne? Wenn ich erzählt, dass ich hier bin, hier ist eine von meiner Stahlhelmschnecke. Und die Köpfchenmuscheln. Da hinten ist wieder eine Garnele. Und dieselbe Garnele. Manchmal sind so viele draußen, da siehst du 5, 6 in einen Haufen hängen. Aber dann siehst du ja keine. Ich hätte erst noch eine grüne gesehen. Aber die ist schon irgendwie zur Seite hüpft. Ja, das ist so lang vorwerfig. Also. Was da? Macht denn da? Was ist schon wieder Futter, hä? Ja, stell dich mal scharf, dass wir sehen, wie schön du bist. Ja, gut, jetzt würde mal viel werden.